Willkommen bei CC Automotive. Heute geht es um einen Frontansatz für den Audi TTS. Und zwar das Pendant zu dem Heckflügel, den wir euch kürzlich gezeigt haben. Im Lieferumfang enthalten, Frontansatz, TÜV-Teile gutachten und 4 Schrauben. Montiert wird das Ganze an den Originalbefestigungspunkten. Es müssen lediglich 4 der Originalschrauben gegen längere Schrauben ausgetauscht werden. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Zunächst einmal werden die Originalschrauben demontiert. Da finden wir Torx-Schrauben hier, hier, hier und hier. Jetzt wird der Ansatz auf Passgenauigkeit geprüft. Es ist darauf zu achten, dass die Löcher vom Frontansatz sich mit den Originallöchern decken. Das funktioniert soweit alles ganz gut. Und jetzt kann der Frontansatz zum Lackierer. Wie professionell lackiert wird, seht ihr in dem Video hier oben. Wahlweise kann natürlich auch foliert werden. So, und jetzt kann der Frontansatz montiert werden. Am besten seid ihr da auch wieder zu zweit. Die etwas stärkere Schraube ist hinten mittig zu verschrauben. So, das war im Endeffekt schon alles. Wir haben die Originalverschraubungen genutzt. Das reicht auch völlig aus, um für genügend Halt des Spoilers zu sorgen. Ja, und jetzt fahren wir mal runter und dann schauen wir uns das an, wie das Ganze von oben ausschaut. Also ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Ich habe gesagt, jetzt schauen wir uns das mal von oben an. Der Fuß passt nicht mehr drunter, dem Airride sei Dank, aber generell, ich denke mal, eine dezente Variante, easy to install und ja, entscheidet selbst, auch eine ganz hübsche Geschichte, denke ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir würden uns über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, dann bitte den Kanal abonnieren. Bis demnächst. Ciao.